Hi Leute, die Zensur auf YouTube hat ein solches Ausmaß angenommen, dass man über Corona hier kaum noch etwas sagen kann. Jedenfalls nichts, das der vorgegebenen Meinung der WHO widerspricht. Denn so heißt es in den Nutzungsbedingungen von YouTube, dass alle Videos gelöscht werden, deren Inhalte den Angaben der WHO widersprechen. Das heißt, es gibt eine einzige supranationale, globale Organisation, die nicht einmal parlamentarisch gewählt ist, die die Meinung, die noch ausgesprochen werden darf, weltweit verbindlich vorgibt. Alle anderen Fakten, die dem widersprechen könnten, dürfen nicht mehr gesagt werden. Kann sich jeder selbst seinen Teil denken, was das bedeutet. Hatten wir schon mal in Deutschland, zweimal sogar. Mein letztes Video wurde ebenfalls aus diesen Gründen von YouTube gelöscht. Ich möchte euch aber nochmal auf dieses Video hinweisen und euch den Ort nennen, wo ihr dieses Video abrufen könnt. Die Links zu diesem Video findet ihr in der Beschreibung unterhalb des Videos und ich blende sie gleich nochmal ein. Denn dieses Video ist vielleicht interessant für diejenigen, die die ganze Wahrheit über Corona wissen wollen. Denn Corona ist nicht die ganze Geschichte. Und viele werden jetzt sagen, ja, ich weiß, aber wir müssen verstehen, dass nur Gott genau Bescheid weiß und wir uns zu ihm bekehren müssen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Denn viele sehen nur, was vor ihren Augen geschieht, aber was im Verborgenen geschieht, das kann uns nur Gott offenbaren. Wenn ihr die ganze Wahrheit über Corona wissen wollt, solltet ihr dieses Video anschauen. Es wird euch helfen dabei, die Wahrheit zu erkennen. Es ist brandgefährlich für den, der im Verborgenen agiert. Und deshalb will er nicht, dass die Menschen es sehen. Es ist sozusagen verbotene Information. Gott segne euch.